Servus Leute, wir sind zurück zum nächsten Teil von The Spec Ops: The Line. Und wie ihr mitgekriegt habt, im letzten Let's Play bin ich ja hier elendig verreckt. Und das müssen wir jetzt alles nochmal machen. Ich habe meine Scar schon umgestellt auf Einzelfeuer. So, jetzt habe ich meine Granatwerfer rein. Den haben wir. Junge. Den brauchen wir mal hier weg. Der war zu tief. Ah, ich habe auch keine Munition mehr. Ach, das ist doch alles scheiße, ey. Ja, klar. Ich habe keine Munition mehr. Das ist doch ein elendiger Mist hier. Wo hat er den hingesäbelt? Ach nee. So. Er hat nachgeladen. Den haben wir da oben, steht noch einer drin hier. Den haben wir. Was ist mit dem hier los? Boah. Viel Munition habe ich auch nicht mehr hier. Boah, was ist denn jetzt los hier? Ist ja mal ein Sandsturm. Ich wechsle schnell mal die Waffe. Die nehme ich noch mit. Oh, was ist jetzt los? Ach du Scheiße. Jetzt hänge ich hier. Und an mir fällt alles weg. Boah. Scheiße. Oh, was ist jetzt? Bin ich jetzt tot? Nee, geht weiter. Boah. Alles okay? Oh, da sind wir durchgefallen, ja? Alles gut. Gut, dann auf die Beine, los. So. Möchte wissen, wo wir sind. Was ist das hier alles? Schätze, wir sind in dieses Hotel gestürzt, in das wir wollten. Ich gehe erstmal hier mit auf der Seite. Sieht jemand, wo es rausgeht? Komm ich hier hoch? Nee. Hier unten ist ein Ausgang. Gut. Wo müssen wir hin? Shit. Oh, hier steht eine AK. Die nehme ich mal. Da ist unser Wegpunkt. Ja, Kontrollpunkt haben wir erreicht hier. Ah, jetzt geht ja schon wieder los. Das war... Den haben wir. Haben wir gleich noch eine Waffe liegen, wenn uns die Muni ausgeht. Oh. Blöder Penner, ey. Komm her. Zack. Ach du Scheiße, war noch eine Granate gerade geflogen. Und die Spacken hier auch schon rein und seilen sich ab. Ja, springen aus 5 Meter Höhe da runter. Jawohl. So, das haben wir auch. Nix unterwegs. Können wir da reinschießen? Glaube ich nicht.
Hör mal. Da oben läuft irgendwas. So, letzte Magazin drin. Ach du Scheiße. Scheiße, Murke, hier geht alles hoch. Verdammt, los, weg hier. Los. Weg, 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 weg. Ja, das haben wir abgeschlossen. Ihr habt es gesehen. Gut, weiter. Wir müssen verteidige deine Stellung. Abgeschlossen. Und dann geht's doch jetzt weiter. Weiter vorrücken. Wo sind wir hier jetzt? Ich gehe erstmal hier in die Hocke. Erstmal gucken hier. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier runter gucken. Meint noch jemand, wir sollten noch mal mit denen reden? Ich meine, wir sind hier, um die zu retten. Mann. Das ist doch längst gegessen. Die Typen wollen nicht reden, die Munition. Lugo hat recht. Oh ja, Granaten haben wir. Und die 33. suchen, bevor die Kerle sie zerfetzen. Jawohl, okay, noch klar. Erst schießen, dann fragen. Muss nachladen, klar. Finden wir Conrad, er okay, hat die Antwort. Haben wir. Hört ihr das? Da kommt wer. Schnell, versteckt euch. Ihr werft C4? Was ist das jetzt? Sie waren verschanzt. Wir hatten keine Wahl, Sir. Zum Glück ist nicht der ganze Laden eingestürzt. So, jetzt kriegen wir Besuch. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug. Unten, Sir. Wird er bewacht? Die ganze Zeit. Gut. Ich werde mal Hallo sagen. Agent Kesterin. Moment. Was? Er redet nicht, Sir. Mit mir schon. Walker, das war ein Amerikaner. Ja, hab's bemerkt. Wieso lassen sich die Einheimischen von einem Ami was sagen? Was will er von der Walker hat die falsche Waffe in der Hand. Die hatte ich eben nicht in der Hand. Scheiße. Frag ihn doch selbst. Sie leben noch. Macht sie fertig. Aber egal, hier gibt's wieder volle Action jetzt. Bam! Ach du Scheiße. Ja lol, das war ja... Das war ja geil. Ich habe meinem eigenen Mann ins Knick geschossen. Ja, und dann war es halt vorbei für uns. Genial. Ein geiler Fail jetzt. Hört ihr das? Da kommt wer. Schnell, versteckt euch. Ihr werft C4? Was sollte denn das? Okay, ich klicke das mal weiter. Das haben wir gesehen. So, was haben wir jetzt in der Hand? Ich mache dann erstmal andere Munition da rein. Was ist mit dem hier? Ja, Munition, ne? Wenn ich da Munition hätte, ich lach mich tot. Leute, Leute, Leute. So, Munition. Nachladen. Gut, 5 Magazine haben wir dabei. Die AK haben wir auch. So, ist das genial, ey. Da habe ich ja gerade voll Mist gebaut. Ist da was? Nein. Da. Nee, es sind keine mehr. Uah. Ein MG. Uah. Fuck, ey. Komm her. Zack. So. Den müssten wir haben. So, das haben wir erstmal gedreht hier. Das halten wir erstmal hier rein, egal. Ich duck mich erstmal ab, hab dann keine Zielvisierung, ihr seht. Haben wir einfach mal reingehalten. Scheißegal. So. Ja, das ist immer zu tief, den kriegen wir nicht rein. Ja,
liegt einer. Na, da sparen wir uns die Munition. Das machen wir dann anders. Halt, bewegt sich! Vorsicht! Ah, der ist schon. Scheiße. Gut. Scheiße. Das ist natürlich eine sau beschissene Position gerade hier. Uah. Scheiß Pumpgun. Alle. Nein. Ich muss nachladen. Okay, haben wir. Ah, ich bin ja dabei. So. Lade nach. Wo seid ihr? Ich werde einen Monat lang Sand spucken. Ja, Munition haben wir hier gefunden. Jede verlorene Minute kann darüber entscheiden, ob ein Soldat lebt. Das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Das sind Spuren, die zum Aufzugsschacht führen. Mal sehen, was in dem Rattenloch ist. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, bekomme nichts angezeigt, also abseilen, runter. Weiter vorrücken, haben wir abgeschlossen. Und Speicherpunkt. Orte die Geisel. Kapitel 4, die Flüchtlinge. Okay, bevor ich jetzt hier großartig weitermache, sage ich, ich mache im nächsten Teil weiter. Mit dem nächsten Let's Play geht es dann genau hier an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Waren natürlich ein paar lustige Sachen dabei. Und ich sag dann, wie immer, bye bye, euer Wolfgang.